Oh! Warte, 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 warte. Oh nein. Oh, die Geräusche sind brutal, Mann. Hier, 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 hier. Oh! Hab ich mich erschreckt. Fuck! Oh mein Gott, der hat noch mehr Leben als alles andere. Was soll denn das? Ah! 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 Ah, was eine Scheiße, ne? Nein! Nein! Warum bin ich so langsam? Achso, ich habe wieder diesen Verlangsamungseffekt. Okay. Oh, Junge! Nein! Hört auf jetzt! Meine Güte, Schluss jetzt! Schluss mit den verdammten Spielereien hier. Es ist ja furchtbar mit euch. Ich will erforschen. Ich will einfach nur erforschen. Gut, das Ding ist halt, wir könnten uns wenigstens hierhin teleportieren, ne? Das ist ja schon mal ein Vorteil. Oh! Fehlerfall! Klärt! Ich habe mehr Glück als Verstand in diesem Kackspiel, Alter. Oh mein Gott, ich habe sowas von keinen Bock mehr. Hui, 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 hui. Hui, 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 hui. Ich will einfach nur noch hier raus, Freunde. Also nicht aus dem Game, sondern einfach nur aus diesem Dungeon hier. Oh, heilige Guacamole. Das ist nix. Das ist nichts für mein Herz. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Weil ich will ja auch zu diesem Drachenskelett, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das steht auch gleich auf. Das ist mir alles zu riskant, verstehst du? Trotzdem muss ich mal gucken, was Sache ist. Ich muss es mir einfach angucken, da führt kein Weg dran vorbei. Ihr kennt das doch, ne? Wenn die Neugier größer ist als alles andere, dann willst du es doch auch. Oh, ups. Gleich haben wir es rausgeschafft, Freunde. Gleich sind wir draußen und dann können wir mal gucken, was das Drachenskelett sagt. Das würde ich natürlich auch gern mitnehmen, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. So. Wo war denn das Scheißding? Da hinten, ne? Ich falle auch eh gleich wieder in irgendeine verkackte Schlucht rein. Also ich brauche auf jeden Fall Essen. Karte ist gerade gar nicht so wichtig, die Spitzhacke auch nicht. Aber Essen ist wichtig. Essen ist sehr, sehr wichtig. Damit ich schön immer volles Leben habe. Oh, ich wette auf alles, das steht gleich auf, das Mistvieh. Ich schleiche. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber safe steht es gleich auf. Hallo, bup. Schick. Kann man damit nichts machen? Warte mal, das würde ich echt gerne mitnehmen. Machen wir mal das hier weg, das hier weg, das hier weg. Ich habe ein Ei gefunden. Todeswurm-Ei. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Sache ist, aber es ist schon interessant auf jeden Fall. Den Drachen würde ich gerne mitnehmen. Hier, dieses Skelett hier halt einfach, ne? Der reagiert gar nicht drauf. Oh! Das ist kein Objekt, was man mitnehmen kann. Schade, schade, schade. Boah, die Flügel gehen sogar bis hierhin. Ich wette immer noch, das Vieh steht auf, ehrlich gesagt, ne? Oh! Wir sind auf der richtigen Insel, Freunde. Geiler Mist, geiler Mist, geiler Mist. Da habe ich Bock drauf. Jetzt heißt es nur noch gucken und hoffen, dass es eventuell friedlich wird. Ah, oh Gott. Ich dachte gerade, ich krieg Fallschaden, aber nein. Federfall, Junge. Oh, ist dann gerade wie so ein Greifvogel. Nee, da habe ich jetzt nicht wirklich Bock drauf. Oh, da hinten ist wieder so eine Hütte von einem Überlebenden. Das ist natürlich sehr, sehr gut, ne? Und wir haben ja hier eh einen Teleport, das heißt. Was ist das? Oh nein, das ist doch schon wieder irgendeine andere Scheiße, wo ich sterben kann, oder? Das ist ein Friedhof.
Da gehen wir erstmal nicht hin. Auf dem Friedhof, da sehe ich mich gerade gar nicht. Ne? Ich wäre froh, wenn ich einfach am Leben bleiben würde, ehrlich gesagt. Aber wir können jetzt zu diesem Überlebenden gehen und können dort uns in sein Bett legen. Und dann können wir im schlimmsten Fall da wieder spawnen. Das ist dann vollkommen fein, würde ich sagen. Hallo? Ja, Survivor. So, Unholy Water. Ja, ja, ja. Der hat da schöne, tolle Sachen. Aber erstmal müssen wir gucken, was wir looten können. Eine Schallplatte. Gebratenes Hähnchen. Ja, das nehme ich doch gerne, ehrlich gesagt. Wow. Ah, aber das nehme ich ihm noch weg. Ne, warte. Wie kriege ich das am besten? Kann ich das so abbauen, dann mache ich es kaputt. Oh mein Gott, ich bin so ein dummes Stück Scheiße einfach, ne? Naja, es ist, wie es ist. Mit Dummheit muss man klarkommen. Okay, wir haben uns jetzt hier seinen Platz gesucht. Also wir würden jetzt hier respawnen. Das heißt, wir könnten gerne mal zum Friedhof gehen. Der war doch hier in die Richtung, oder? Glaube ich schon. Ah ja, hier ist er. Cool. Friedhofserde. Das ist interessant irgendwie, dass es speziell diese Erde gibt. Aber wir können nichts finden hier, oder was? Oder muss ich tiefer graben? Nee, ne? Schade, ich habe jetzt gehofft, da kommt jetzt noch irgendwas. Oh, was ist das? Warum war hier drei Friedhofserde? Okay, einfach nur ein Zufall. Keine Ahnung. Hier ist auch nichts. Och, Manno. Anstatt ich mir erstmal den Friedhof angucke, weißt du, baue ich erstmal alles auseinander. Man kennt's. Oh! Eine Viva-Rose. Viva. Wie auch immer man das Ding ausspricht. Das ist geil. Dafür hat es sich gelohnt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwar keine Ahnung, was man damit machen kann, aber das kann man ja noch nachgucken. Oh, hier ist noch eine. Warte, Spitzhacke. Flupp. Den Schädel würde ich auch gerne mitnehmen. Ja, geil. Okay. Jetzt müssen wir nur noch gucken, was da drin ist. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Hallo? Eine verfluchte Truhe. Ah, ich verstehe. Dafür würden wir wahrscheinlich dieses Holy Water brauchen, oder? Warte mal, ich würde die gerne öffnen. Aber ich brauche Platz im Inventar. So. Ich will die öffnen, dann will ich schnell alles rausklauen und wegrennen. Oh, was ist das denn? Oh, ja, das geht. Mit dem Gespenst komme ich klar. Who you gonna call? Ghostbusters! Geil. Vier Angriffsschaden. Ein Kupferschwert. Lol, habe ich noch nie gesehen. Okay, aber ich habe Fragen. Und zwar, wieso gehen die Sachen nicht da rein? Ich muss die rauswerfen, natürlich. Das war's. Kein Problem, jetzt weiß es wieder. Friedhofserde, machen wir mal rein. So. Ich nehme viel zu viel Scheiße mit, Mann. Bei dem Typen werden wir unser Inventar aussortieren, okay? So, ich probiere es nochmal. Manuskript. Ja, ganz schnell alles mitnehmen. Oh, das sind mehrere. Oh. Eben war es nur eins. Warte, komm her. Oh Mann, hier ist alles viel zu gefährlich. Ja, gut. Oh, das Kreuz. Können wir das mitnehmen? Oder ist das selbst gebastelt? Warte mal. Ja, das ist selbst gebastelt. Okay, alles klar. Können wir also auch selbst basteln? Das meine ich halt damit. Was ist das denn für eine geile Blume hier? Eine Blitzlilie. Hab ich die kaputt gemacht? Oh, lass mich in Ruhe. Oh nein. Da kommt auch schon gerade wieder jemand. Nee. Warte mal. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Base. Ah, okay, gut. Und schlafen. Einfach schlafen, Freunde. Perfekt. Damit bin ich doch schon fast zufrieden, verstehst du? Und wie gesagt, wir müssen hier unser Inventar ein bisschen aussortieren. Verrottetes Fleisch, ja.
Oh, Kupfer brauche ich jetzt eigentlich kein Mensch. Feuerschutz 1. Eisen brauchen wir auch nicht, Mann. Aber das kann man zu Dings machen, ne? Warte, Werkbank. Da einschmelzen kann man das, glaube ich. Ja, man könnte es einschmelzen, okay. Aber was ist das Manuskript? Das können wir gerade mal nachgucken. Manuskript. Es steht nicht, dass ich irgendwas daraus machen könnte. Ja, wenn es da kein Rezept gibt, dann habe ich keine Ahnung, was es ist. Oh, warte, was? Ein Bestarium haben wir gemacht. Oh. Einführung. Geil. Ah ja, das lesen wir dann später mal alles in Ruhe durch. Ich lasse es mal so für euch offen, dass ihr schon mal durchlesen könnt. Das ist ja geil. Alles klar. Das heben wir auf jeden Fall auf. Das ist logisch. Oh je. Ah, jetzt ist es da reingefallen, ne? Ich kann ja nichts rauswerfen. Ich müsste es halt direkt hier in Dings reinpacken. Kann man nicht die Verzauberungen rausholen? Indem man das zum Beispiel auf ein Buch macht oder so? Weiß ich gerade gar nicht. Aber es müsste eigentlich gehen, ne? Von der Logik her. Was macht man mit einer Feuerkugel? Find mir das auch nochmal heraus. Feuer. Hier. Feuerkugel. Ja, was soll ich damit machen? Das wüsste ich halt gern. Oh, guck mal, wir können das selber craften. Crafting Tab in einem Upgraded Tab. Geil, okay. Ja, aber trotzdem verstehe ich nicht ganz, was ich damit machen soll. Was ist das denn? Blitzendes Drachenknochenschwert. Ach ja. Plus 4 Schaden gegen Feuer- und Eisdrachen. Ach du meine Güte, was können wir denn hier alles machen? Aber ich verstehe immer noch nicht, wofür diese Feuerkugeln sind. Ist aber nicht schlimm. Denn wir haben noch genug anderen Kram, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Ach, ich habe sie doch mitgenommen, die Blitzlilie. Geil. Was können wir damit machen? Kurz mal lesen. Blitzlilie. Ach du meine Güte. Dadurch kann man das Schwert machen, ne? Blitzdrachen Stahlaxt. Ziel wird von einem Blitz getroffen. 30 Angriffsschaden. Ach ja. Blitzdrachen Stahlhacke. Blitzdrachen Stahlschwert. Drachenknochenschwert bräuchte man und Blitzdrachenblut. Erhält man durch Interaktion mit leeren Glasflaschen auf einem Drachenskelett. Oh, warte, was? Ich brauche Glasflaschen. Ja, wenn wir da schon mal so ein Drachenskelett gefunden haben, oder? Verdammt, Mann, ich hab nix. Doch, ich hab was, warte. Von Eisenklumpen, danke dafür. Nee, warte, was ich meine ist doch dieser Sand hier. Der ist jetzt zugegebenermaßen nichts Besonderes, aber besser als nix, oder? Weil das will ich jetzt nicht verwenden. Drang des Glücks wäre ja ein bisschen doof, das aufzubrauchen. Finde ich jetzt persönlich. Ich müsste dafür hier hingehen, ne? Ja, aber für eine Flasche wird es nicht reichen. Warte, aber das machen wir jetzt. Wir werden dafür sorgen. Ah, Hilfe, dass es reicht. Irgendwo hier wird es noch Sand geben. Da. Genau das war der Wunsch. Oh mein Gott, ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, ne? So, wie viel Sand haben wir? Ich sehe es nicht, weil er es jetzt in den Rucksack packt natürlich. Aber jetzt müsste es sowieso reichen. 39, das reicht auf jeden Fall. Oh mein Gott, wir holen uns das Drachenblut, klar. Wir sind doch nicht blöd. Also ja, ich schon, aber trotz allem holen wir uns das Drachenblut. Ja? Blaues Glas haben wir bekommen. Ach, das ist auch interessant. Ah, ich muss halt gucken, dass ich irgendwie an Kohle rankomme, ne? So. Und ich muss natürlich jetzt gerade mal hier den Sand rausholen.
Glas, perfekt. Blaues Glas können wir einfach mal wegpacken. Dann gucken wir, wie die Flaschen gehen. Moment, das können wir ja hier gucken. Hier. Ach, guck mal, günstig. Sehr, sehr günstig, meine Freunde. Dann lasse ich das noch ein bisschen durchbrennen und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.